Auf unserer Welt leben ca. 1,8 Milliarden Kinder. Das sind rund 27% der Gesamtbevölkerung dieses Planeten. Und wir gehören dazu. In den unterschiedlichen Ländern sehen wir verschiedene Kinder in unserem Alter. Wir laden euch ein. Wir wünschen euch eine gute Unterhaltung. Brasilien. Schon wieder arbeiten. Das ist immer so anstrengend. Puh, endlich da. Mal gucken, welcher Baum gut aussieht. Oh, dieser Baum hat viele Bananen. Und jetzt muss ich los zum Markt. Hoffentlich verdiene ich viel Geld vom Markt. Jetzt muss ich reingehen. Frische Bananen, 25 Cent das Stück. Warum will niemand Bananen kaufen? Oh, es ist abends. Ah, dann muss ich mal nach Hause. Ah, ich habe meine Flasche noch vergessen, wo ich meine Bananen geholt habe. Dann muss ich mal wieder hin. Oh, da ist meine Flasche. Ah, ich habe so einen Durst und so. Dann trinke ich mal was. Ach, der Mond kommt auch mal langsam. Dann muss ich lieber nach Hause und schlafe erstmal. Ah, morgen wieder. Saudi-Arabien. Ich bin todmüde, ich will schlafen. Ich hab so Durst. Meine Hand tut weh, schon wieder den ganzen Tag arbeiten. Ich mach nichts mehr, kein Bock mehr. Endlich 15 Stunden vorbei. Ja, endlich nach Hause. Danke, mein Sohn, dass du so viel für uns machst. Ich tue es ja für unsere Familie. Wir haben euch lieb. Wir danken dir sehr, mein Sohn. Wir können es nicht zeigen, wie sehr wir dir danken. Geh schlafen. Du hast morgen wieder einen ganzen Tag vor dir. Ruh dich aus. Ja, Mama, mache ich. Wir gehen alle jetzt schlafen. Mehr als 168 Millionen Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 17 Jahren sind nach Schätzung Kinderarbeiter. Das heißt, sie müssen unter Bedingungen arbeiten, die sie ihrer elementaren Rechte und Chancen berauben. Mehr als 120 Millionen von ihnen sind jünger als 15 Jahre. Die Hälfte der Kinderarbeiter, rund 85 Millionen, leiden unter Arbeitsbedingungen, die teilweise lebensgefährlich sind. Kongo. Kleiner, komm jetzt mit. Nein, wer bist du? Nein, tun Sie mir das nicht an, bitte. Komm jetzt mit oder ich töte dich und deine Mutter jetzt und hier. Nein, woher kommen Sie denn? Ich komme aus Afghanistan, ich bin ein Soldat. Komm jetzt mit. Nein, ich möchte es aber nicht. Stehen bleiben oder ich schieße auf dich. Lass mich. Nein, bleib stehen. Es werden pro Jahr ca. 250.000 Kinder zu Kindersoldaten ausgebildet. Sie werden entführt oder mit falschen Versprechungen gelockt, um dann zu Tätern gedrillt zu werden. Die Schwerpunktkontinente sind Asien, Lateinamerika und Afrika. Libyen. Ich hoffe, wir kommen heil nach Europa. Oh, Hilfe. Nein! Hilfe. Nein! Oh, fangt mich auf! Lauft schon mal, ich trage eure Boote. Über 30 Millionen Menschen, die sich momentan auf der Flucht befinden, sind jünger als 18. Immer wieder werden sie auf der Flucht von ihren Eltern und Angehörigen getrennt.
und werden zu Waisen. Oder sie sterben auf der Flucht. Indien. Hallo. Hallo. Wer bist du? Ein Straßenkind. Hast du was zu essen oder trinken? Nein. Hier, nimm das. Danke. Tschüss. Tschüss. Hallo. Also danke, dass Sie für mir Geld gegeben haben. Kein Ding. Hier für Sie, 20 Euro. Das ist nicht wert. Doch. Nee. Doch, für Sie. Okay, ich wünsche dir viel Glück und Erfolg in deinem Leben. Jetzt noch gleich schnell was essen und trinken und dann geht's ab nach Hause. Es wird geschätzt, dass es auf der ganzen Welt über 100 Millionen Straßenkinder gibt, die keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie haben. Die meisten dieser Kinder leben in Großstädten. Die jüngsten sind gerade erst 5 Jahre alt. Auch in Deutschland werden immer mehr Kinder obdachlos. Syrien. Du wirst Osman heiraten. Ja, ihr werdet heiraten. Ich finde, dass ihr zusammenpasst. Und wir kennen die Familie sehr gut. Du wirst ihn heiraten. Osman, kannst du kurz weggehen? Ja, okay. Warum muss Osman weggehen? Weil er gehen muss. Jasmin, du wirst ihn später heiraten. Warum? Ich will ihn nicht heiraten. Du wirst ihn heiraten. Schluss jetzt. Ich diskutiere nicht mehr. Du wirst ihn heiraten. 8 Jahre später. Möchtest du die Braut Jasmin Ashraf heiraten? Ja, ich will. Möchten Sie den Mann Osman El Albani heiraten? Ja, ich will. Weltweit leben mehr als 700 Millionen Frauen in einer Zwangsehe. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF teilte mit, dass mehr als 250 Millionen dieser Frauen bei der Eheschließung nicht älter als 15 Jahre alt sind.